Hallo, und da sind wir bei Asterix für das Sega Master System. Ich lasse mal das Intro durchlaufen. Ich glaube, das Intro war ganz nett, vor allem weil man zu der Zeit kaum sowas hatte bei Spielen. Steht hier eigentlich was Sinnvolles? Ich überfliege es nur schnell. Ihr könnt es natürlich selber auch gerne lesen, aber das sind nur die Rechte. Ja, weiter, weiter, weiter. Jetzt fängt die Geschichte an. Wie gesagt, ihr könnt es euch durchlesen und ich halte mich jetzt mal erstmal im Hintergrund. Wobei die Geschichte, die kennen wir ja auch. Gallien ist von ganz Rom besetzt und so weiter und so fort. Ich fand die Bilder auch immer früher sehr, sehr schön gemacht. Ist halt auch eine sehr hübsche Grafik. Die Spiele, die ich in Erinnerung habe, sind allgemein nur Spiele mit hübscher Grafik, fällt mir gerade so auf. Man kann hier richtig erkennen, das sind Figuren und es sieht aus wie eine Comiczeichnung. Das finde ich sehr schön. Den Titelbildschirm fand ich auch schön, wo unten die römische Armee die springen, Obelix springt rum. Ich drück mal Start, bevor die Demo beginnt. Start gibt's ja in dem Sinne nicht, das vergesse ich immer, das war Taste 1 beim Sega Master System, der Controller hatte nur zwei Tasten. Wir sind One Player auf Englisch, Französisch wundert mich nicht die Auswahl, denn schließlich ist Asterix und Obelix auch eine französische Erfindung. So, dann starten wir mal das Spiel. Ich darf mir hier auch nicht zu lange Zeit lassen, denn es geht nach Zeit. So, hier muss ich definitiv Asterix wählen. Beim späteren Level kann ich dann auswählen, ob ich lieber Obelix oder Asterix nehmen möchte. Die Besonderheit ist auch, je nachdem mit wem man startet, ist das Level auch anders aufgebaut. Damals hat man sich noch so eine Mühe gemacht. Ich habe das schon so lange nicht mehr gespielt, ich bin mal hier gespannt, wie ich mich schlage. Sind ja im Prinzip nur 15 Minuten, die ich überleben muss. Vielleicht sollte ich die Playlist auch umbenennen in 15 Minuten lang Überleben mit dem Sega Master System. Jetzt kommt hier so ein Typ mit einem Baumstamm. Oh, es war knapp. Ich fand es halt auch cool, dass sich die Römer hier in solchen Baumstämmen verstecken. Also grafisch ist es auch richtig, richtig hübsch gemacht. Hier konnte ich rein. Hier gab es irgendwo noch Geheimgänge, das weiß ich. Da kommt, glaube ich, auch noch ein Römer hoch. Ja. Ich bin mir sicher, dass hier einen Geheimgang gab. Irgendwo. Ja, ich habe es doch noch gewusst, was ich noch alles weiß. Und hier gab es ein Leben zu holen. Oder? Ja. Ich merke, es hat genau dasselbe Problem gehabt wie Sonic. Dass es, wenn es zu grafikintensiv auf dem Bildschirm wird, dann ruckelt sogar das Bild kurzzeitig. Ich glaube, hier hat es sich sogar nicht gelohnt, alle Steine wegzusprengen, weil man hier maximal, ich glaube, ein paar Knochen gefunden hat. Die Knochen waren wichtig, weil man dann in den Bonus-Level kam. Wie hieß denn der Hund nochmal? Irgendwas mit Fix, True, Fix, irgend sowas. Ihr wisst schon. Macht ja eigentlich immer mehr mit der Sprungattacke. Ja, danke. Ich wollte sagen, mit der Sprungattacke ist meistens sicherer, als wenn man von vorne kommt und direkt draufhaut. Ja, ich und meine Skills. Aber lange, lange war es her. Der Soundtrack ist auch sehr schön. Aber auch dieses Spiel hat diese schönen Hasslevel mit diesen automatischen Level, die von selber nach links, von links nach rechts scrollen. Das ist der Schlüssel. Ah, stimmt, Schlüssel hat man auch immer gebraucht, um weiterzukommen. Hier kommt schon der Endgegner, der war relativ einfach. Mal sehen, ob ich es noch kann. Nein. Man konnte es tatsächlich schaffen, wenn man richtig drauf springt, das komplett so, den so niederzumachen. So, wir schnuppern dran. Ah, ich habe es nicht mal geschafft. Ich wollte mich jetzt umdrehen und mich bücken, dann sieht es aus, als ob er am Schwein schnuppert. Das habe ich immer gern als Kind gemacht. Ich fand es damals als Kind lustig. Jetzt nicht mehr so, aber ich wollte es trotzdem nochmal machen.
Obelix hat eine Besonderheit. Er kann mit einem Schlag Steine kaputt schlagen, was ich bei Asterix halt nur mit diesen Zauberbomben dran kann. Und zack. Ich glaube, hier ruckelt es auch, wenn man hier ganz viele Steine gleichzeitig kaputt schlägt. Nee, gerade geht's. Hier gab es, glaube ich, auch irgendeine Besonderheit, wenn ich hier hochgehe. Ja, jetzt ruckelt's, oder? Ja, es geht. Ja, was hat mir das gebracht? Nichts. Oh, ich muss mich gerade entschuldigen, das liegt an der... oh, super. Das liegt wahrscheinlich an der Emulation. Der Sound hört sich ein bisschen schräg an, so war es nicht korrekt in der Oberwelt. Ich glaube, hier kann ich auch nach links gehen, da war auch ein Geheimgang. Ich bin mir da ziemlich sicher. Ich muss das jetzt einfach ausprobieren. Das heißt, ich gehe nochmal hoch. Zurück. Ich will das jetzt wissen. Und wenn ich da bei Ort drauf gehe. Ich glaube, da war irgendwas. Ja, die Musik hört sich schräg an. So schräg war es auch nicht. Ich glaube, hier einfach nur nach links laufen. Ja, geht doch. Gab es hier noch neben? Nee, okay. Jetzt gibt es sehr viele Steine und hier ruckelt es dann definitiv. Aber ich glaube, ihr merkt das kaum. Ich werde es mit 60 Frames die Sekunde hochladen. Bin mal gespannt, ob man es dann auf YouTube sogar sieht, dass es stellenweise leicht ruckelt. So, das hier war trickreich. Man musste zuerst die ja kaputt schlagen, dann konnte man das nach unten. Wenn man zuerst nach unten geht, ist man... Nee, doch, man kommt dann eigentlich hoch. Ich glaube, wenn man hier alle Steine kaputt haut, dann kommt man hier nicht mehr weiter. Ach ja, doch, wenn man hier alles kaputt schlägt, sofort runter geht und dann wieder hoch, dann kann man hier schlecht die kaputt machen. Also wenn man die zwei Reihen kaputt macht, muss man tatsächlich sich selbst umbringen und nochmal zurückgehen oder auch wie immer. So, der Klassiker. Könnte ich hier nochmal rechts laufen? Ich glaube, hier war doch auch was. Nein, doch nicht. Ja, es gefällt mir gar nicht, dass die Musik sich so leicht komisch anhört. Das hatte ich auch bei einem anderen Spiel gehabt. Da scheint er das nicht so richtig emulieren zu können. Was schade ist. Aber mit meinem alten Sega Master System, ich weiß gar nicht mehr, ob das überhaupt noch geht, das Teil. Und wenn es geht, ich glaube, das sieht grafisch nicht so schön aus, wenn ich es am Fernsehen anschließe, weil es noch über ein Antennen... Wie nennt sich das? Antennengabel? Ja, ich glaube, es hieß ein bisschen anders. Und Antenne ist alles andere als gute, gute Übertragungsqualität. Hier muss ich immer den Typen mit dem Kreis finden. Da war im Prinzip dieses XXO-Spiel, ob immer das sich schimpft. Ah, jetzt haben wir gewonnen. So. Das ist so ein hübsches Bild, oder? Da kann man sehen, was ich als Kind alles im Kopf hatte für Blödsinn. So, jetzt kann ich auch frei auswählen, wen ich nehme. Ich habe es eigentlich immer mit Asterix gern gespielt. Ich glaube, das war auch vom Schwierigkeitsgrad her einfacher als mit Obelix. Also die Musik ist wirklich... Irgendwas stimmt da nicht, aber ich spiele trotzdem mal weiter. Ja, hier hört sich die Musik wieder normal an, seltsam. So, wenn ich das emuliere und direkt damit... Hier ging es so weiter. Ach, ich weiß, was hier der Trick war. Vorsicht.
So. Wenn ich das per HDMI. Ja, kann ich nicht kaputt machen. Viel gekonnt. Nochmal zurück. Man konnte ja auch unendlich Knochen, glaube ich, aufsammeln, wenn man es richtig gemacht hat. Und die Teile kann ich ausschlagen. Ah, nochmal zurück, was ich eben sagen wollte. Wenn ich das jetzt per meiner, ja, nochmal von vorne, wenn ich das mit meiner kleinen Box hier emuliere und per HDMI-Kabel das Bildsignal direkt rausgebe, wird daraus auch kein hochauflösendes HD-Bild, aber es ist nicht komplett zermatscht, als wenn ich es mit Antennenkabel machen würde. Dann würde das Bild schön kriselig sein. Und die Kanten würden nicht so scharf sein. Ist doch bestimmt. Aha, nur Geld. Ich will noch ein Leben. Na gut. Hat sich eigentlich nicht so wirklich gelohnt. Aber ich glaube, irgendwann. Danke. Können die unendlich Dinger spawnen? Gegenstände? Oder hat es irgendwann mal aufgehört? Ja, irgendwann glaube ich, hört das dann sogar mal auf, dass man die nicht unendlich farmen kann. Ups. Ja, das haben wir schon eingesammelt. Hier muss man aufpassen, dass man nicht ins Wasser fällt, weil da unten die Gegend mag ich nicht so ganz. Ich gehe lieber oberirdisch. Wasserlevel sind immer beschissen in jedem Spiel. Und die absolute Krönung, Dankeschön, sind Wassertempel in Zelda. Ab der absolute Hass. Ich habe nur noch ein Leben, das ist nicht so schön. Jetzt seht ihr mal was Neues gameplay-technisch. Um über Wasser zu kommen, konnte man nämlich das machen, die Teile hochgehen lassen und dann konnte man draufspringen auf den Sprudel und weiterspringen, was ich hier sogar mal machen muss, um weiterzukommen. Mir fällt jetzt erst auf, dass die ersten zwei Level, zwei, drei Level quasi Tutorial-Level sind. Finde ich sehr schön gemacht. Ein Spiel, was komplett ohne Texteinblendung und Erklärung rauskommt. Allein nur der Levelaufbau erklärt, wie das Spiel funktioniert. Und Sprung. Und das sind wir schon beim Endgegner. Das ging ja schnell. Wir haben bis jetzt auch in jedem Level irgendeinen Endgegner gehabt. Interessant. Ich glaube, den habe ich gehasst, weil er so blöde Bienen hatte und die sind ziemlich unkontrolliert, ja, kreuz und quer geflogen. Da gab es auch einen Trick, dass man den schnell niedermachen konnte. Ja. Muss man wissen, wie. Schieb mal das Mikro etwas näher. Ich sehe gerade. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt zu leise war. Ja, jetzt sieht es wieder gut aus von der Lautstärke. Ah, schön. Jetzt sehen wir nämlich das Bonuslevel. Ich muss einen Knopf drücken. Ich habe jetzt hart ausgewählt. Ja, bin aber leicht gelandet. Es gab einen Trick. Man konnte das ziemlich gut steuern. Oh, da habe ich schon das erste verfehlt. Ich muss ja alle Luftballons zum Platzen bringen. Ich habe das früher als Kind auch immer geschafft, das komplette Level auf schwer durchzubekommen. Ja, es gab halt einen Trick, man konnte es steuern, welchen Schwierigkeitsgrad man hatte. Man musste es einfach nur dann drücken, wenn diese Auswahl direkt auf dem Feld drauf war, in der man es auch spielen wollte. So, gelb hieß immer einmal springen, dann war das roten bei rot zerplatzt, das grün war dreimal springen, dass ich das noch weiß, nach all den Jahren. Ja, habe ich leider nicht erwischt. Ja, schade. Und das war einfach auf dem Schwierigkeitsgrad schwer, hat man hier unten nämlich noch stellenweise Stacheln. War aber mein Lieblingsschwierigkeitsgrad. Weil es dort herausfordernd damals für mich wurde. Ich bin hier schon auf einem einfachen Schwierigkeitsgrad, versage ich. Aber so ist nun mal. Wir nehmen wieder Asterix. Immer nur Asterix. Das ist mein absolutes Hasslevel, ist auch sehr, sehr schwer. Denn hier muss man auch das Level auswendig kennen, ansonsten kommt man hier nicht viel weiter. Und ich sehe auch gerade, 15 Minuten sind gleich um, wenn sie nicht sogar schon um sind. Wieder ein bisschen schade, mir geht's wie Sonic. Eventuell sollte ich doch lieber eine halbe Stunde aufnehmen. Ah, danke.
Allerdings laufen wir dann die Gefahr, dass ich zu schnell an Stellen komme oder zu weit im Spiel, dass ja schon fast ein Let's Play ist oder ich es durchzocken könnte. So, hier kann man durchglitschen, das weiß ich noch. Und ich glaube, hier schaffe ich es eh nicht mehr, weil ich zu früh draufgesprungen bin, oder? Ah, doch, wir schaffen es noch. Da muss man hier hoch. Und dann kann man hier rüberspringen. Oder so. Ja gut, ich denke mal, ich werde dieses Level sogar auch noch schaffen. Na, wir machen das Level hier noch fertig. Ich glaube, da vorne kommt schon das Ende. Wie kurz die Levels sind. Da werfen wir nochmal kurz einen Blick ins nächste Level und dann springe ich auch schon weiter ins nächste Spiel, beziehungsweise mache einen Schnitt. Jetzt gucken wir ganz, ganz kurz ins nächste Level rein. Und dann mache ich meinen Schnitt und ich verabschiede mich jetzt schon mal. Ah, das will ich noch mal kurz zeigen. Mal sehen, ob ich hier einfach durchrennen kann. Zack. Das war noch nämlich eine sehr interessante Sache. Mal haben wir jetzt nämlich so einen grünen. Ja, ich renne hier absichtlich durch, egal. So einen schönen grünen Schleim, der macht nämlich Folgendes. Die Musik ist auch wieder verkorkst. Schon allein aus dem Grund ist gut, dass ich jetzt den Schnitt mache. Weil hier irgendwie die Musik nicht gut emuliert wird. Wir können nämlich hier übers Lava gehen mit dem Teil. Sehr wichtig in dem Level. Aber gut, das war's dann auch. Dann drücke ich mal Pause und dann mache ich meinen Schnitt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Spiel sicherlich wieder. Macht's gut.